Ja, sie wird Sie wird ein bisschen eisenmütig. Trotz des bevorstehenden Verlustes ihres Freundes, Beatrice und Martin haben Verständnis für Andres geplanten Tod. André Rier, das Hausrat, wird aufgelöst, der seit 2 Jahren in einem Lagerhaus deponiert ist. Federführend ist Fronino Seda, die André bei sich aufgenommen hat, nachdem ihm seine Wohnung gekündet wurde. Sind alles Hempop Paris, nein, Lavin Paris und alles andere packen wir bei dir rein. Das ist gemischt. Ja, nimm's mit. Und ich tue die Frage noch. Nein, er will nichts mehr. Aber du vielleicht? Nein. Also gut. Ich muss zügeln in einem halben Jahr. Alles muss weg. Das ist jetzt schon der Horror. Und André besaß viel. Was passiert dann mit diesen Sachen? Ich werde schauen, ob es ein Backenhaus etwas will. Und der Rest geht in die Kirche davor. Wir müssen einfach schauen, die Begrenzung des Schadens. Aber es ist schade, wenn man gute Sachen weg hat. Lambert? Ja. Yes, ja, der hätte das so gern gehabt. Nimm den mit für ein Kind auf Polen oder so. Ja, oder für bei mir daheim. Also. Verschiedene Wären mit Namen für meine Kinder, die mit kommen. Der André ist nicht dabei, stört sie das nicht? Er ist überfordert damit. Er hat körperlich steht das nicht, Türen buchstäblich da zu stehen. Und psychisch ist er auch überfordert damit. Wieso tun Sie sich eigentlich so engagieren für den André Rieder? Weil jemand muss es machen. Geld ist wenig rum, also man könnte den Auftrag geben, das alles entsorgen. Ich habe gefunden, wir schauen einmal noch, was man brauchen kann und den Rest müssen wir halt dann gleich entsorgen lassen. André hat immer sehr teure Kleider gehabt. Auf Fronis Balkon überrascht mich André mit etwas Unerwartetem. Einem Zaubertrick. Man kann mit Zigaretten. Erfolgens machen, in die Hand nehmen, hinten umrühren und da wieder auffangen. Also Zaubern ist für Sie eine richtige Leidenschaft? Nein, es war schon mal eine. Also das ist einfach das, was ich noch von früher noch habe. Ich kann mal viel mehr können. Sind Sie ein Showman gewesen? Ja, schon eher, ja. Ich habe mit 14 habe ich, glaube das höchste, das ich mal hatte, von 150 Leuten halbstündige Zaubershow gemacht. Der Trick ist ganz einfach. Nochmal, also zuerst nimmt man ihn in die Hand. Und dann holt man ihn da wieder vor. Ich sehe es nicht, wie man es hat. Komm, zeig mal. Also. Es kommt schon von Anfang an nicht gut. Nein. Er ist, ich denke, mehr mit Freunden unbeschwert, als dass ich es so erlebe. Wieso ist das so? In der Art von der Beziehung, die wir haben, denke ich. Er kann sich da an einem Ort auch fallen lassen und dann ist man nicht unbedingt unbeschwert. Währenddem er ist ja jemand, der ganz stark auf andere Leute eingeht. Und er ist auch ein Showman. Das und das kann er da nicht 24 Stunden im Tag durchlassen. Und ich bin auch nicht die richtige Frau dazu. Erneut wundere ich mich über André. Er hat den Tod vor Augen und nimmt dennoch aktiv am Leben teil. An diesem Abend besuchte eine Vorstellung des Schweizer Magiers Peter Marvey.
Nach der Vorstellung geht André Rieder hinter die Bühne. Um ihm eine Freude zu bereiten, habe ich ein Treffen mit dem Magier arrangiert. Zusammen mit weiteren Gästen wartet er auf Peter Marvey. Gut, freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen. Danke vielmals. Danke, sind Sie zur Show gekommen. Ja, und Gratulation. Toll gewesen. Ja, danke auch. Für André war es ein guter Tag. Doch an seinem geplanten Tod hält er fest. Also ich bin eigentlich dankbar für jeden Tag, wo noch etwas bringt. Und dann ist er mal gut. Es ist einfach sehr schwierig zum Nachvollziehen, oder? Also, dass sie noch so am Leben teilnehmen und gleichzeitig eigentlich abgeschlossen haben mit dem Leben. Das ist ein unüberbrückbarer Widerspruch. Und wie gehen Sie damit um? Ich lasse einfach passieren. Also, ich lebe im Heute und Jetzt und nachher ist dann nachher. Und was kommt danach? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Fragen, die Urli, lieber Herr, beschäftigen, als er seinen Freund zum letzten Mal sieht. Vor Jahren realisierten die beiden zusammen Schulungsfilme für Ärzte. Ja, das beschäftigt natürlich mich auch, weil ich denke, ja, was ist denn nachher? Was erlebt der André dann nachher? Mhm. Oder? Also so die Frage, kommt dann nachher noch etwas? Oder? Ja, du kannst mir sie jetzt nicht sagen. Ob du mir je noch sagen kannst oder ob man das wieder kann, das weiß man alles nicht. Oder? Und das macht dir Angst? Keine Angst. Macht dir das andere mehr Angst, kann man sagen? Also vom Sterben habe ich überhaupt keine Angst. Also absolut null nichts. Also echt? Gar nicht, nein. André, du sagst, ein Abschied nehmen. Auch jetzt ein Abschied nehmen. Hure sich. Das kann man doch nicht so einfach. Kann man das wirklich? Weißt du, einfach, jetzt sage ich dann irgendwann Tschüss, André, mach's gut. Mhm. Oder? Und dann finde ich das wahnsinnig, oder? Mhm. Ciao. Danke für die Freundschaft und die Loyalität. Danke. Ciao. Sie sind sehr beliebt bei ihren Freunden. Sie sind sich schon bewusst, dass sie auch ihnen Leid antun, wenn sie gehen. Ja, Leid antun, das ist ein bisschen frech. Sie müssen damit umgehen, dass ich nicht mehr da bin. Ich würde mich nicht umentscheiden lassen, wenn mich 100 Leute auf die Knie anbeten würden. Es ist einfach so, dass ich gehe. André ist kein Kirchgänger. Er sei ein spiritueller Mensch, der die Existenz einer höheren Macht nicht ausschließt. Gerne hört er geistliche Musik. Er spielt mir einen Mönchsgesang vor, den er auch während dem Sterben hören möchte. Was ist der Grund, dass Sie das alles so akribisch genau planen, dass er bis in den Tod hinein? Die Idee ist ein sauberer Abgang. Und Musik ist für mich etwas Wichtiges und Musik gehört dazu. Und es hat dort eine Anlage, die funktioniert. Also, wieso nicht? Wird das ein schöner Moment sein für Sie? Ich stelle mir das sehr schön vor mit Stefan Mikos und den Mönch vom Berg Athos in einem Choral einzuschlafen. Zu Gast bei seinem besten Freund. Der Fotograf Andreas Queller übernimmt die Organisation der Beerdigung, die André im Voraus bezahlt hat. Die beiden haben sich längst ausgesprochen. Jetzt geht es nur noch um Sachliches. Für Gefühle bleibt kein Platz.
Du hast Geld so weit. Ich habe das Geld, das ich brauche für deine Sachen, die das kostet, so eine Beerdigung. Und so. Also Grabding, Grabschmuck. Grabschmuck, den Steinschleifen, die Blumen zahle ich. Gut, und dann und der Drittel, an Schmuck. Ich habe mir überlegt, ich könnte den Steffi fragen, ob er eine vernünftige Todesanzeige machen kann. Ich finde eben etwas Standardmäßiges toll. Ich ja, aber du bist jetzt echt nicht standardmäßig. Nein, aber das wäre die Idee vom Inserat, von der Todesanzeige, dass Leute während der Abdankung noch Abschied nehmen können. Okay. Ja, ich weiß eben nicht, ob wir dich versenken oder ob du dann schon versenkt bist. Ich muss mit denen noch reden. Du musst mit denen halt machen. Schifflich versenken. Ja. Ohne versenken. Ja. Ich finde, es gehört irgendwie dazu, okay, wenn man die schon auf dem letzten Weg begleitet. Okay. Also, jetzt habe ich genug vom Sterben geredet. Das ist jetzt fertig gestorben. Für heute. Gut. Ich fühle mich hilflos. Auch an seinem letzten Tag hält André an seinem Plan unerschütterlich fest. Er habe gut geschlafen und sei erleichtert aufgestanden. Also ich freue mich auf den heutigen Tag. Habe ich eigentlich seit dem Verwachen einfach ja genug. Froni Noseda schaut auf den Fluss vor ihrem Haus. Klimat hilft, loszulassen. 2 Jahre lang lebte sie mit André. Nun geht er, für immer. Sie sucht Halt, findet Trost im Wasser als Sinnbild des Lebens. Es fließt. Es fließt ständig. Und so kann ich. Schicke ich es halt an André. Auf den Weg. Ich hoffe, dass du gehst im Frieden mit dir und im Frieden mit der Welt. Ja. Und er geht. Danke vielmals für alles. Ciao. Hallo. Ciao. Zur letzten Mahlzeit trifft er sich mit seinem besten Freund. Zum Wohl, André. Zum Wohl, Prästli.